Ideen haben wir tatsächlich in den unterschiedlichen Situationen. Also es kann sein, dass man einfach irgendwie akut an einem Problem sitzt und denkt so, wow, wieso funktioniert das nicht? Und da muss doch irgendwas geben. Und dann zack, lass uns das rausbringen. Besprechen wir das meist kurz mit Philipp oder im Team und sagen so, ja, okay, hat irgendwie Potenzial, dann machen wir uns jetzt ran, ist auch nicht so schwierig umzusetzen. Und das ist ja auch Teil unserer Entwicklungsarbeit. Wir wollen sehr, sehr agil sein und Produkte auch zügig auf den Markt bringen. Oftmals hat man natürlich aber auch Ideen einfach im Austausch mit Teammitgliedern oder mit irgendwie anderen Thermomix-Kunden oder Nutzern, weil die natürlich teilweise Rezepte anwenden, die wir so gar nicht machen. Ich meine, ich koche gerne mit dem Thermomix, aber natürlich durch die berufliche Einspannung und so kommt auch gar nicht so extrem viel zum Kochen. Ja, oder manchmal mache ich auch konkreten Produktresearch, dass ich tatsächlich im Internet unterwegs bin, mir Webseiten angucke oder auch Konkurrenzprodukte natürlich und schaue, wie können wir die adaptieren, beziehungsweise wie können wir natürlich vor allem Produkte verbessern.